Herzlich willkommen hier zurück in Stellaris. Wir befinden uns gerade eben immer noch in einem Krieg, den wir, glaube ich, gerade eben relativ easygoing gewinnen werden. Und ich möchte jetzt auch dafür sorgen, dass die Gebiete, die ich mir noch einverleiben möchte, auch am Ende meine sein werden. Denn wir sehen die Besetzung unserer Gegner durch einen anderen Verein. Diese hier findet gerade eben tatsächlich statt. Und diese Gebiete, wie gesagt, wollen wir ja gerne haben. Vor allem, weil der jetzt hier anfängt, hier sogar dieses Lichtbogenteil für uns jetzt hier noch, ja, mehr oder weniger unfreiwillig, freiwillig zu verbessern. Nennen wir es mal so. Das eröffnet uns natürlich jetzt hier dann die Möglichkeit, davon zu profitieren, weil das natürlich noch weiter zu Ende gebaut wird. So, derweil fällt unser Blick natürlich weiterhin jetzt hier auf diverseste Planeten, die uns hier gerade eben immer noch überschwemmt werden mit unterschiedlichen Pops. Ich versuche weiterhin natürlich jetzt hier sie alle aufzufangen, die Sklaven. Wäre ja schade drum, wenn die schlecht werden, in Anführungszeichen, ne? Aber wir haben so langsam aber sicher auch den einen oder anderen Planeten, wo wir das hier de facto tun können. Moment, ich sehe gerade eben, dass ich definitiv diesen blöden Kolonistenjob nicht brauche. Man braucht ihn nicht, habe ich gerade eben gesagt. Und auch hier wissen wir, dass der Kolonistenjob völlig Banane ist. Den brauchen wir nicht. Auch hier müssen wir jetzt erstmal nochmal eine kleine Kolonisierungsaktion durchführen. Moment, wir machen eine Wirtschaftszone. Bieten denen jetzt ja gleich noch andere Jobs an, logischerweise. Und ja, wir nehmen jetzt hier gerade eben dieses Gebiet ein. Ihr seht, da ist jetzt auch die Feindflotte hier. Oh, wir haben einen zerstörten Teilchenbeschleuniger hier gefunden. Faszinierend. Sehr faszinierend. Wo kommt denn der her? Naja gut, das hängt mit den Kettlingen zusammen, ne? Wir haben ja halt diese Kettling-Welt jetzt hier am Start. Eine Handelsliga, friedvolle Händler. Und sag mal, wie viele von diesen komischen Föderationsgründungen gibt es ja eigentlich? Muss man gerade eben ehrlich gesagt die Frage stellen. So, das hier haben wir jetzt hier auch wieder geschafft. Das heißt, ihr fliegt jetzt hier wieder da runter und könnt jetzt hier wieder ohne Probleme hier weitere Pops klauen. Zumindest so lange, bis die diese Welten besetzen, ne? Dann ist halt der Spaß für uns vorbei. So, hier geht's weiter mit diesen komischen Statuen, die uns nicht weiter interessieren wollen sollen. Ich will auf jeden Fall jetzt hier nochmal Pops hier teilweise auf diese entsprechenden Sklaven, also diese Welten, die toten Welten verlegen, damit die hier auch schon mal den einen oder anderen Arbeiter haben. Bevor die jetzt hier alle arbeitslos durch die Gegend gammeln, ne? Das muss ja auch nicht sein. So, hier sind sie jetzt nicht mehr arbeitslos, nicht mehr arbeitslos, nicht mehr arbeitslos. Das sieht alles ganz gut aus, wenn ihr mich fragt. Auch hier kann ich nochmal einen weiteren Job reinmachen. Die hoffentlich uns weitere Vorteile bringen werden. Nahrungsmitteltechnisch fängt es an, jetzt hier, so wie es aussieht, spannend zu werden bei all den geraubten Pops, die wir jetzt hier haben. Aber wir machen jetzt auch 5% mehr Ressourcen aus Jobs. Okay, das ist sehr nice. Theoretisch würde ich jetzt hergehen und sofort jetzt hier meine Bewohnbarkeit verbessern, aber ich möchte das Staatselement-Slot haben. Und der vermisste Archäologe. Ja. Der ist es halt weg. Der ist es halt weg. Das ist uns jetzt egal. Das stört uns nicht weiter. Hier, warte mal, auf dieser Ozeanwelt haben wir, glaube ich, auch. Genau, da können wir noch einige umsiedeln. Flup, flup. Das sieht alles nach wie vor sehr, sehr gut aus. Dann können wir hier weitermachen mit der Begabung. Mehr Anführeralternativen und am Ende dann quasi jetzt hier die Starteigenschaften für Anführer nochmal um +1 erhöhen. Das heißt also, die haben von Anfang an ein höheres Level. Eine überlebende Infrastruktur. Schön. Okay, hier findet jetzt, glaube ich, genau das statt, was ich befürchtet hatte. Aber wir haben sie jetzt hier im Grunde schon auf 11 Pops runter reduziert. Okay, die sind runter auf 8.
Was ist denn das jetzt hier gerade eben? Da fand gerade eben ein ganz, ganz komischer Raumkampf statt. Ich hab's nicht ganz verstanden. Die haben irgendwie gerade eben sich gefetzt. Egal, muss uns hoffentlich nicht großartig interessieren. Was wir jetzt auf jeden Fall machen wollen, ist die Zerstörer schneller bauen können, günstiger bauen können. Und wir haben den mysteriösen Archäologen vermissterweise gefunden. So. Oh Gott, eine Atombombe? Bitte was? Während wir einige Ruinen in der Nähe einer unserer größeren Siedlungen auf Beruta Prime erkundeten, lösten einige Kolonisten unabsichtlich den Zeitzünder eines Wasserstoffbomben-Blindgängers aus, der noch aus dem vorherigen Atomkrieg auf dem Planeten stammte. Wenn die Bombe mit einer geschätzten Sprengkraft von 35 Megatonnen explodiert, wird die mehrere Bevölkerungszentren ausradieren. Für einen Transport ist es sie zu instabil und es bleibt keine Zeit für eine Evakuierung der Region. Pause? Bleibt keine Zeit für eine Evakuierung der Region, aber ich habe 7 Monate Zeit. Okay, spannende These. Nehmen wir es halt einfach mal so hin. Weil es nicht anders geht. So, mehr Schiffe bitte. Und nach wie vor versuchen wir natürlich jetzt hier immer noch mehr von ihnen zu entführen. Aber ich glaube, so langsam aber sicher geraten wir damit an unsere Machbarkeitsgrenzen. Hier sind halt noch 27 da. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie noch sehr viel mehr jetzt hier holen. Also die andere Welt ist ja quasi im Grunde schon erledigt, ne? Da können wir wahrscheinlich gar nichts mehr machen, aber vielleicht können wir den hier nochmal ein paar jetzt hier rauben. Oh Gott, ich bin komplett voll, was Mineralien angeht. Holla, die Waldfee. Also gut, wir verkaufen jetzt mal 610 davon. Das ist mega geil. Ich kann aufhören, so viele davon zu verkaufen. Ich gehe mal hier überall um 5 runter. Vielleicht kann ich sogar noch viel, viel weniger verkaufen. Wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt hier nachher geldtechnisch einpendelt. Ne, aber die Dinger, wenn ich die nicht mehr verkaufen muss, wäre es natürlich der absolute Oberhammer. Wir machen dann noch mehr Forschung. Und ich warte immer noch darauf. Okay, wir haben die Atombombe entschärft. Sehr schön. Wir warten immer noch darauf, dass die Sache mit dem Krieg jetzt hier für uns... Ah, sehr gut. Weitere Benefits bringen wird. Ja, dieser Planet ist jetzt halt einfach vollständig voll. Ich mache noch mehr Wohnraum jetzt da rein. Da ist auch wieder ein Job, der von denen nicht gemacht werden kann. Ich siedle also wieder um. Von dieser Festungswelt. Und hier halt auch auf eine Welt, wo noch Jobs frei sind. Gut, gut, gut. Hier versuche ich nach wie vor noch was mit Nahrung zu machen. Damit die uns nicht alle verhungern. Stadtdistrikt haben wir auch noch gemacht. Aber diese Spezies ist fertig. Ich sag's euch, die ist fertig. Die haben wir jetzt wirklich massiv ausgenommen. Und wie gesagt, wir wollen ja noch ganze Sklavenwelten machen. Aber leider haben wir noch nicht die Technologie dafür. Das fehlt halt schlicht und ergreifend noch. Oh, und ich sehe gerade eben, dass wir noch eine ganze Menge an Dienstleistungen gebrauchen könnten. Wir haben hier 8 Fels in der Brandung, die teilweise als Landwirte arbeiten, was natürlich total kokolores ist. Nee, wir sorgen dafür, dass wir jetzt hier Holotheater machen. Ja, wir machen Holotheater. Würde ich vorschlagen. Hier ist das noch nicht nötig. Jox Prime, wo bist du? Da. Kann hier auch nochmal einer rüber. So, jetzt hat sich das hier stabilisiert. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt warten wir darauf, dass der Krieg halt im Grunde endet, ne? So,
Zufriedenheit Staatsbürger. Ich glaube, dass ich eher die monatliche Einigkeit nehme. Ja, ich nehme die monatliche Einigkeit jetzt hier. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier noch eine Raumstation hinmachen soll, so als Grenze, oder ich akzeptiere einfach das jetzt hier als Grenze. Aber ich lasse es einfach mal gerade eben noch sein. Ja. Wir demontieren, glaube ich, die Statuen für ihre Legierungen. Das machen wir. Wir machen also auch hier noch eine Übersetzung von irgendeinem Computer und wir befrieden jetzt hier noch irgendwelche Amöben. Da haben wir noch ganz, ganz schnell diese Technologien jetzt hier durch. Jetzt rechne ich damit, dass sie jetzt hier demnächst hier auch noch eine Landung durchführen werden. Aber ich hole natürlich noch so viele Pops jetzt hier raus, wie ich mir noch greifen kann. So, die Wächter. Die Wächter sind erwacht. Das Technikteam bereitete sich gerade darauf vor, den zerbrochenen Wächter zu zerlegen, als ein leiser Schauer durch die Statuen strömte und sie mit einem Summen und glühenden Körpern zum Leben erweckte. Die pulsierende Strahlung aus ihren Kernen hat sie beweglich und transparent gemacht und ein diagonales Netz von Knotenpunkten sichtbar gemacht. Noch bevor jemand reagieren konnte, hatten sich die Archäologen umzingelt und in ein Kraftfeld gefangen. Jetzt möchten sie mit uns sprechen. Ja, wir hören sie uns mal an. Der Wächter mit dem zerbrochenen Flügel wendet sich, machen wir gerade mal Pause, an einen anderen und beginnt zu sprechen. Bitte, Diana, lass sie los. Ich möchte aus diesem Gefängnis befreit werden. Ich kann die Tage nicht mehr zählen, an denen wir unseren Meistern gedient und auf dieser Erde abgemüht haben, während sie den Himmel unter uns genießen. Ich bin am Leben, aber innerlich tot. Sie sind tot, aber lebendig. Willst du mich nicht gehen lassen? Diana wirft ihr einen angewiderten Blick zu. Excelsior, bei den Göttern, beruhige dich. Unsere Lieben ruhen unten. Hast du unsere Sünden vergessen? Wir haben versprochen, sie für alle Ewigkeit zu bewahren. Das ist der einzige Weg zur Erlösung. Mit prüfendem Blick schätzt sie unsere Lage ein. Ihr seid keine Bedrohung für uns. Felsen in der Brandung. Lasst uns in Frieden und wir beschützen diesen Planeten für alle Ewigkeit weiter. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt halt die Möglichkeit, jetzt hier zu sagen, wir brauchen dieses Land, dann wird es aber, glaube ich, ziemlich hart. Wir brauchen dieses Land. Wir können nicht zulassen, dass ihr die heilige Erde stört, unter denen unsere Liebsten ruhen. Lasst sie in Frieden ruhen und ihr müsst euch niemals um eine Bedrohung von außen sorgen. Wie gesagt, das ist dieser Planet hier. Ich lasse es mal eskalieren. Wir verlassen das Land sofort. Ja, und jetzt greifen sie uns halt an. Ne? Also das ist gar nicht mal so schwach, was da jetzt kommt. Dann werdet ihr sterben. Die anderen Wächter machen ihre Waffen bereit, aber Excelsior lächelt nur mit einem friedlichen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Also das ist schon eine enorm starke Invasionstruppe, die jetzt hier gerade eben ihre Aufwartung macht. Und das ist natürlich jetzt ein Problem für uns. Ich wusste, dass es passieren würde, aber ich akzeptiere, dass es passiert. Sklavenarmeen können wir nicht machen. Wir machen eine Fels in der Brandung Angriffsarmee. Eine schön große. Und werden versuchen, das natürlich so bald wie möglich zurückzuerobern. Und nach dem vielen Studium haben unsere Sprachexperten die Bedeutung der auf Kepollan 2 gefundenen Dokumente ermittelt. Bei den Dokumenten handelt es sich um philosophische Gedanken einer früheren Gelehrten, die nur als Telisa, die Geschichtenerzählerin, bezeichnet wird. Also ich habe einen neuen Reichserlass dadurch jetzt gerade bekommen. Wo ist dieser Reichserlass? Ach, natürlich, der wird ja ganz unten sein. Dieser Lehren der Philosophin, genau hier. Mehr Sozialforschungsgeschwindigkeit. Finde ich ehrlich gesagt für den Bonus sehr, sehr teuer. Meine Meinung. Also ich finde ihn teuer dafür, was das Ding bringt. Natürlich verlieren wir jetzt hier gerade eben diesen Kampf, aber wir werden natürlich versuchen, es zurückzuerobern. Und wir haben jetzt diesen Planeten dadurch verloren. Die Invasion ist vorbei.
Ich weiß gerade eben nicht, was mit den Pops dadurch jetzt hier passiert, aber sie haben uns jetzt erstmal natürlich rausgeworfen. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir dann jetzt hier dagegen wieder vorgehen. Oh, warte mal, hier ist die Kriegsform jetzt drin. Ich will nicht, dass die Kriegsform da drin ist. Mein geschätzter Verteidigungsminister. Hier soll die Kriegsform rein. Was? Wieso kann ich denn die Kriegsform hier nicht mit reinnehmen? Kann ich sie hier mit reinnehmen? Ach, hier würde sie reingehen. Weird. Äußerst weird. Hier habe ich jetzt gerade eben gar keinen mehr frei, was auch ganz komisch ist. Wir holen uns einen neuen General. Und der soll natürlich auch für Bodenkämpfe gut sein. Behutsam, mehr Rückzugschance, jawohl. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir jetzt halt jetzt hier diese Bodenlandungstruppen haben, bevor die jetzt hier diesen Planeten im Grunde... Ja, sie säubern ihn gerade eben. Man sieht, sie säubern ihn gerade eben so massiv. Aber wie gesagt, wir akzeptieren das einfach. Aufgrund der Tatsache, weil wir würden es ja auch so machen. Was das angeht, sind wir nicht bigott. Wir akzeptieren das einfach, dass das jetzt hier gerade passiert. Und letzten Endes können wir dadurch diesen Planeten später natürlich wieder... Abschirm der Niederträchtigkeit? Bitte was? Kriminelle Unterwelt. Aha. Anti-Verbrechenskampagne. Starten. Ich finde es mal wieder überhaupt nicht hilfreich, dass das Spiel der Meinung ist, dass ich jetzt hier bei den Gesetzeshütern keinen Job drin haben muss. Jetzt ist das Problem nämlich auf einmal gelöst, wie man sehen kann. Da zeigt jemand anderes auch psionisches Potenzial. Also momentan ist das jetzt hier 1k, was wir jetzt hier haben. Das wird wahrscheinlich trotzdem bei weitem nicht reichen, so wie ich das einschätze. Ich muss mal gucken. Also wir bauen ja zum Glück noch eine ganze Menge. Also ich muss halt da mindestens mit 3k da anmarschieren. So, derweil hätte ich gerne jetzt dann die Astralaktionen. Nicht, weil ich die Astralaktionen will, aber wir können sie durchaus gebrauchen. Okay, hier fangen jetzt die Jobs an. Warum will eigentlich da drin keiner arbeiten? Meine Güte. So, uns gehen jetzt hier die Jobs aus. Was machen wir mit dieser Welt? Diese Welt bietet sich in meinen Augen an, um eine großartige Konsumgüterwelt zu werden. Weil irgendjemand muss die ganzen Konsumgüter ja produzieren. Zumindest fürs... Oder... Ja. Ja, also fürs Erste wird es eine Konsumgüterwelt. Sagen wir, wie es ist. Es wird erstmal eine Konsumgüterwelt. Ich kann sie ja später immer noch umdeklarieren. Hier sind es schon nur noch 17. Planet besetzt von den Wächtern. Haben immer noch zu wenig. Warte mal. Ich brauche noch mehr Angriffsarmeen. Ich muss jetzt eine Menge Angriffsarmeen machen. Hoffen wir bloß, dass wir es noch schaffen, bevor die alle ausgelöscht wurden. Wäre ja unnötig in meinen Augen. Den Krieg können wir natürlich... Also theoretisch könnten wir diesen Krieg jetzt hier nach Status Quo wieder beenden. Ich biete Ihnen das jetzt an. So, wir ziehen uns zurück, fliegen dahin. Jetzt gehört das hier uns, was natürlich mega geil ist. Das kam jetzt noch gar nicht zum Tragen. Glaube ich jetzt erst im nächsten Monat. Oder ist es inzwischen schon soweit? Doch, es kommt bereits schon zum Tragen. So, Zerstörer, mehr Baugeschwindigkeit und weniger Kosten. Dann denke ich jetzt ernsthaft über das Thema Bewohnbarkeit nach zum ersten Mal. Und nach wie vor bauen wir jetzt hier unsere Landungstruppe. Es sind jetzt schon 2k. Wie gesagt, sobald wir 3k haben, glaube ich, können wir das gewinnen. Vorher wird es schwierig. So wie ich die Situation einschätze. So, die haben denen jetzt auch ein Friedensangebot gemacht. Also wie gesagt, die sind de facto jetzt raus aus der Nummer. Die sind komplett erbärmlich.
Rivalität sind sie auch nicht mehr uns würdig an der Stelle. Sie können es von der positiven Seite sehen. Oh. Achso. Wenn die sie vernichten wollen würden, ne, bei uns würden sie immer noch weiter existieren. Gut als Sklaven, aber sie würden weiter existieren. Leider sehe ich hier nicht die volle Armeestärke. Ich finde es echt doof, dass man das nicht sehen kann. Ne? 2K, super. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied zwischen 2 und 3K. Da liegen Welten. Wirklich Welten dazwischen. Und dann nicht sehen zu können, wie viel es exakt ist, ist natürlich doof. Da sind wir schon runter auf 16 Pops. Immer noch 2K. Hier geht's wieder in Erstkontakt. Ich habe schon 52 Angriffsarmeen. Reicht halt immer noch nirgendwo hin. So, ab jetzt können wir Astralaktionen durchführen. Vorausgesetzt, wir wollen das. Ich meine, irgendwann wollen wir es sicher. Erweiterte Gefechtscomputer. Das haben wir natürlich noch nicht gesammelt. Da geht noch nichts. Jetzt haben wir die 3K. Also gut, das ist sehr gut. Sobald die fertig sind, können wir also hinfliegen und den Befreiungsversuch versuchen. Oh, Sklavenabwicklungsanlage. Oh, jetzt kann ich die doch schon bauen? Geil. Irgendwie war mir das entgangen. Ich ersetze übrigens das jetzt hier auch durch diese Sklavenabwicklungsanlage. Hier geht's noch nicht, dafür muss ich erstmal, so wie es aussieht, noch ein paar mehr Pops haben und die Siedlung weiterentwickeln. Noch 3 Stück. Zack, zack, zack. Das sorgt dafür, dass die Sklaven, wie ihr sehen könnt, noch mehr Ressourcen produzieren. Eine reduzierte automatische Umsiedlungschance haben, also sie können einfach nichts abhauen und sie haben nochmal weniger Macht politisch gesehen. Was für uns natürlich mega geil ist. So, jetzt fliegen wir dahin und werden diese Wächter hoffentlich entfernen. Im Idealfall operativ. So, du gehst dich mal reparieren. Dann sehen wir mal zu, dass diese, ja, diese Flotte ist jetzt hier vollständig, sehr geil. So, die wurden repariert. Dann fliegst du jetzt erstmal wieder hier in das System. Wart darauf, dass ich jetzt hier natürlich die noch vollständig machen kann. Hier gibt es jetzt wieder ein paar Arbeitslose, weil ich ein bisschen was umgebaut habe. Das war so klar. Also auf der Welt geht jetzt erstmal gerade gar nichts mehr. Wie groß ist eigentlich jetzt hier die Verteidigung? 2570. Also auf jeden Fall, wir machen ihnen Schaden, wir bekommen aber auch enormen. Also der Kampf gegen diese Wächter ist so einfach nicht, wie man sehen kann. Aber den ersten haben wir jetzt gleich vernichtet. Den zweiten haben wir jetzt gleich vernichtet. Wir haben leider eines unserer titanischen Biester verloren. Also momentan gewinnen wir diesen Kampf so nach und nach. Aber wir verlieren halt auch enorm viel. Also ich glaube, wir werden ihn sogar erstmal unterm Strich verlieren. So, mehr Starteigenschaften für unsere Anführer. Ja, und jetzt können wir Verstand über Materie machen. Wir werden nun psionisch. Freunde, wir werden psionisch. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir uns jetzt erstmal ganz kurz hier wieder zurückziehen. Dass wir uns jetzt hier erstmal wieder kurz mal wieder regenerieren können. Und ich werde dafür sorgen, Moment, dass wir noch... Hallo Spiel, lass mich doch mal da rausspringen. Noch mehr Bodentruppen bekommen. Okay, mehr kann ich gar nicht machen. Mehr kann ich gar nicht machen. Mehr Bodentruppen sind gerade eben nicht drin. Ja, die müssen sich jetzt hier erstmal gerade eben wieder hochregenerieren, dann können wir wieder angreifen. Und hoffentlich dieses Problem dann aus der Welt schaffen. Jetzt gucke ich mal gerade eben. Ob ich jetzt hier einfach mal selektiv bombardieren kann. Ich versuche die jetzt hier selektiv zu bombardieren.
Oh, und mir gehen die Mineralien so langsam aber sicher aus. Was ist, wenn ich das hier nicht mehr verkaufen möchte? Ich wette, dann mache ich fett Minus auf einmal. Ja, wobei minus 10, das geht noch, das bringt mich nicht um. Damit kann ich noch leben und arbeiten. So, das ist der letzte hier. Die müssen sich noch zusammenlegen. Dann fliegt er jetzt da runter. Ihr wollt mich erpressen. Das könnt ihr vergessen. Ihr könnt ja gerne versuchen, gegen mich anzutreten. Wir sind inzwischen nicht mehr so schwach, Freunde. Netter Versuch, aber das bleibt beim Versuch, Freunde. Das kann ich euch versichern. So, wer hat mehr Bewohnbarkeit? Dann machen wir nochmal mehr Ressourcen aus dem All. Construction complete. Sind schon runter auf 15. Aber ihr seht, na, wir bombardieren die jetzt hier schon mal. Sie bekommen Schaden. Hostile Xenofleet detected. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Das hier sind sie, ne? Die Überfallflotte. Dann bewege ich mich mal jetzt hier mit meiner Hauptflotte dahin, um sie abzuwehren. Vielleicht kommen sie aber auch tatsächlich von unten. Das kann ja auch sein. Also, ihr legt euch zusammen. Construction complete. Die sind alle, glaube ich, wieder geheilt. 2,6k sind das. Armee landen. Invading Xeno Lair. Ja, und wieder einmal geht es natürlich aufs Maul für ganz viele von unseren Truppen. Also können wir einfach nur hoffen, dass wir sie jetzt hier so nach und nach runterzergen. So, wir haben jetzt hier ein weiteres Staatselement uns noch freigeschaltet. Und wenn es nach mir geht, will ich jetzt hier die Nahrungsmittelverarbeitungsanlage schnell machen. Eltore Einsicht haben. Warum nicht? Holen wir uns auch. Und jetzt gucken wir uns mal die Sache mit dem Staatselement an. Das können wir uns sogar gerade eben so leisten. Witzig. Also, wie gesagt, wir bleiben eine Feudalgesellschaft. Ich bin am Überlegen, ob wir eine angesehene Admiralität haben wollen. Oder... ein Zwangsarbeitersystem? Nee, Sklavenhaltergilden. Zwangsarbeitersystem. Noch mehr Ressourcenproduktion von Arbeitern. Ja, das wäre durchaus interessant für uns. Oder für unsere Anführer der dekadente Lebensstil. Das wäre auch ganz witzig. Selektive Verwandtschaft. Selektive Verwandtschaft wäre aber auch interessant, wobei ich glaube, es gibt gar keine anderen Lithuiden in dieser Galaxie. Das würde unsere Situation nur noch weiter verschärfen. Puristen, Polizei, seit nationalistischer Eifer. Nee, also wir machen das ja nicht aus Nationalismus. Kriegerkultur. Kriegerkultur wäre auch interessant. Das würde unsere Flottenkapazität nochmal deutlich erhöhen. Mhm. Kreuzrittergeist. Oh je, bitte. Dass wir der Meinung sind, quasi, wir alle sollten einander gegenseitig versklaven. Das ist die ideale Galaxie. Das wäre schon düster. Bergbaugilden, nee. Ich glaube, oder aristokratische Elite. Dann haben wir auch noch Adelige, dann sind wir adelige Barbaren, die, wo dann auch noch unsere Anführer mehr Ressourcen produzieren. Puh, diese adligen Chateaus zu bauen, weiß ich nicht. Nee, also ich glaube, so sind wir nicht. Wir sind einfach barbarisch, Leute. Wir sind einfach barbarisch. Und deswegen denke ich, entweder wird die Sklavenhaltergilde, das große Problem ist bloß, dass es halt auch unsere eigene Bevölkerung versklavt. Nee, wir nehmen das Zwangsarbeitersystem. Genau, wir nehmen das Zwangsarbeitersystem. Und ja, jetzt nehmen wir erstmal den Forschungsdude. Packen dich da rein. Dann haben wir den Verteidigungsminister. Das übernimmst du. Dann haben wir den... Ob ich den Staatsminister machen? Nee, ich mache auf jeden Fall den Sklavenaufseher. Das übernimmst du. Und Hauptweltherold. Einigkeit durch Untertanen plus 5.
Reichweite-Effekte pro Fähigkeitsstufe. Das ist aber echt nicht viel. Nee, ich nehme den Arbeitsbeauftragten und verzichte dann auf den Bonus von irgendwelchen außenweltlichen Sachen. Und dann übernimmt Joel diese Aufgabe jetzt hier gerade eben nochmal. Und jetzt bin ich halt sehr, sehr gespannt, wohin das uns jetzt hier noch führen wird. Wahrscheinlich in eine außenpolitische Katastrophe. Aber irgendwas wird ja immer sein. So, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir von denen hier nochmal einen jetzt hier geknüppelt. Der hier wird gerade eben auch sehr, sehr gut geknüppelt. Wie gesagt, wir gucken mal, ob wir das jetzt hier noch irgendwie schaffen. Jetzt könnte der hier wegschmelzen. Na, wenn sie halt mal den hier mal angehen könnten, dann würde die Sache ja mal noch deutlich schneller gehen. Aber nee, der Angriff findet mal... Doch, jetzt geht der hier vielleicht sogar drauf. Vielleicht schaffen wir es noch ein oder zwei auszuschalten. Ja, wir schaffen es, den hier noch auszuschalten. Den da. Es besteht eine Chance, eine Restchance, dass wir das gerade so noch schaffen. Aber die Chance ist minimal. Ja, es ist der letzte von denen. Oh mein Gott. Ist das eine knappe Kiste? Also, wir schaffen es. Geschafft. Also, wir haben unsere Welt befreit. Die Wächter sind gefallen und Spleck gehört wieder uns. Als sich die Energiekern der letzten Wächters verdunkelte und diesen zusammenbrach, schloss er eine zitternde Faust um den nächsten Soldaten und flehte ihn an, sie in Frieden ruhen zu lassen. Dann erstarrte er mit leeren Augen und kaltem Blick. Unter ihm entdeckten die Soldaten einen scheinbar geheimen Eingang, der zuvor vom Kraftfeld des Wächters verborgen lag. Eine gründliche Untersuchung hat ergeben, dass die Statuen keine einfachen Maschinen sind, sondern die digitalisierten Bewusstseine organischer Wesen enthalten. Unabhängig davon, welche Geheimnisse darunter verborgen liegen, wird dieser triumphale Tag nicht schnell vergessen. Wir werden auf jeden Fall diesen Untergrund untersuchen. Beim nächsten Mal, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.